Hallo. Ja, ein Hallo auch von mir. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Halbfinale. Morgen Abend hier im Signal Iduna Park gegen den VfL Wolfsburg, der im Übrigen begleitet wird von 4.800 Fans, die sich in Wolfsburg mit Karten eingedeckt haben. Ich glaube, 250 kamen zurück, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das Stadion ausverkauft bekommen. Begrüßt den Trainer. Und wenn er mit Kaffee versorgt ist, wird er sicher eure Fragen beantworten. Bitte um Handzeichen. Es könnte kurz werden. Bitteschön. Hallo, Dieter Tobi, RZ. Herr Klopp, gibt es kadertechnisch irgendwelche Updates? Alle Spieler gesund? Und ja, können wir mit Nuri Sahin rechnen oder ist das zu früh? Was hat Nuri für Probleme? Mit Nuri Sahin spielen können, voll, ist der voll belastbar, das ist meine Frage. Oh, das ist ja cool. Die 8000er Pressekonferenz, ich kann doch noch überrascht werden mit Fragen. Ob alle hundertprozentig sind, ist noch nicht ganz raus. Es gab kleinere Wehwehchen, wie normal ist nach so einem intensiven Spiel, aber nichts Größeres bis hierhin bekannt zumindest. Und ja, wie auch immer in den kurzen Phasen zwischen zwei Spielen nutzen wir dann auch jede Stunde zur Regeneration. Da wird sich das abschließend noch klären, aber im Moment, wenn was passiert wäre, gehe ich von aus, hätte mich der Doc, weil er hatte keine Hemmung, mich dann auch schon informiert. Ja. Und bei Nuri ist mir jetzt nichts aufgefallen. Also was irgendwie ihn hindern könnte. Aber eine Mannschaft habe ich auch noch nicht gemacht. Also weil das hängt von den gleichen Eindrücken ab, die mir auch helfen, einen Kader zu machen. Harald Grundmann für die ARD in der ersten Reihe, Karolin. Jürgen, nach dem großen Erfolg bei Bayern München hat sich da jetzt schon, oder war die Zeit da schon kurz oder lang genug, um sich mit dem DFB-Pokal-Halbfinale auseinanderzusetzen, auch ja, sagen wir mal, mental sich darauf voll einzulassen, ist ja das Ziel, was dahinter steckt, ist ja schon ein großes, denke ich. Ne? Ja, aber der DFB-Pokal, den haben wir das ganze Jahr schon im Hinterkopf. Also wenn wir in jeder Runde, die wir gespielt haben, war ja ein Zusatzgedanke war immer in Berlin da. Also jeder Meter, der da gelaufen wurde, war auch für Berlin. Und das Ganze ist dementsprechend, glaube ich, die am leichtesten zu bewältigende Aufgabe, sich auf DFB-Pokal-Halbfinale einzulassen. Also das ist kein Problem. Das war am Samstagabend auf dem Rückweg aus München gab es schon eigentlich nur ein Thema in der Mannschaft. Das ist die große Geschichte, die wir unbedingt erreichen wollen. Und nichtsdestotrotz ist es vollkommen klar, wie schwer das wird. Ich wäre die Wolfsburger gesehen hat am Wochenende gegen Nürnberg. Ja, das sah auch nicht so schlecht aus. Und ist auch nicht so einfach. Am Ende heißt es dann vielleicht Nürnberg, aber die kämpfen mit allem, was ihr zur Verfügung steht, so um Klassenhalt machen es 1-0 und dann gewinnst du da so deutlich und machst so ein gutes Spiel. Das ist, ist einfach ein hohes Niveau. Das ist auf jeden Fall ein würdiges Halbfinale. So, und wir haben nur einen Mini-Vorteil und das ist das Heimspiel. Den sollte man nicht zum großen Vorteil machen, idealerweise. Ich glaube, dass die letzte Woche dazu geführt hat, dass die Leute riesen Bock haben auf Borussia Dortmund. Und wäre einfach cool, wenn wir das von der ersten Sekunde auch spüren können. Also auch nicht nur auf Borussia Dortmund, sondern auch auf unseren Fußball und unter Umständen auch auf eine Zusatzreise nach Berlin, was auch immer. Und ich glaube nicht, dass die beiden Erfolge gegen Real und Bayern dazu geführt haben, dass irgendjemand denkt, das ist, wie kann man da gegen Wolfsburg ausscheiden. Den Fehler wird keiner machen, sondern wir haben allerhöchsten Respekt vor diesen Wolfsburgern und werden uns ab nachher dann auch richtig darauf vorbereiten, weil ich habe bewusst noch nichts diesbezüglich irgendwie eingeleitet, auch nicht mit der Mannschaft, weil einfach die Zeit natürlich notwendig ist, so ein bisschen abzuschalten, aber sobald wir nachher ins Hotel fahren, gibt es ja nichts, kein anderes Thema mehr, ist ja klar. Heiko Niederer von der Bild. Glückwunsch zur Hochzeit übrigens. Dankeschön. Stand das auch in der Bild oder was? Nee, das stand nicht da. Es wäre mal cool, wenn ihr mal Fotos von euch selber von Hochzeiten und sowas reinbringen würdet. Das interessiert ja keine Sau. Das meiste, was ihr schreibt, interessiert keine Sau. Aber ihr seid ja wurscht.
Was die Leute interessiert, ist Erik Dohr momentan. Er hat zwei sehr gute Spiele gemacht. Jetzt der grade. Nicht geheiratet hat auch. Auch nicht geheiratet hat. Hat ja auch, glaube ich, keine Freundin. Es gibt eine Diskussion, ob er vielleicht sogar schon soweit ist für die Nationalmannschaft. Was halten Sie von der Diskussion? Wäre das vielleicht eine Variante, so wie in Dortmund, dass er als Vertreter für Marcel Schmelzer sogar mitfahren könnte? Also das interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig. Also ich freue mich über jede Nominierung von jedem meiner Jungs, aber ich möchte das nicht jetzt irgendwie durch irgendwelche Aussagen von mir befeuern. Allerdings ist es nachvollziehbar, dass man nach der unfassbar rasanten Entwicklung von Erik sich auch schon weitergehende Gedanken macht, irgendwie, weil der Junge hat gerade erst angefangen, sich zu entwickeln, vor allem auf der Position, und deswegen, wer weiß schon, wo der Weg endet. Aber für uns ist es eigentlich super komfortabel, weil wir, also das wird ja auch immer relativ schnell vergessen, aber bevor Marcel sich verletzt hat, war er unser bester Spieler in diesen Spielen. Er war überragend drauf und hat sich dann wehgetan, und wir haben, ach du lieber Himmel, und dann kommt Erik und spielt mit dieser Qualität, das ist einfach bärenstark. Andere Seite kann er eben genauso spielen, das macht ihn natürlich super interessant, auch für unterschiedlichste Aufgaben, und deswegen, was da entschieden wird und für was ich ihn, wie weit ich ihn sehe. Wir haben ihn gegen Real Madrid und Bayern München gestellt, und zwar ohne eine Sekunde zu zucken. Also wir haben uns nicht überlegt, ob er das schon kann, und dementsprechend, wer weiß schon, was für Herausforderungen und alles in seinem Leben auf ihn warten, aber der Junge ist vor allem eins und ist geduldig genug, an sich zu arbeiten, und wenn man noch Talent hat, braucht man ja nicht mehr, um besser zu werden, und alles andere habe ich ja nicht zu entscheiden, und deshalb interessiert mich das nicht so brennend, aber normal, dass sowas besprochen wird. Uli Klose für RTL. Wie gut ist das eigentlich für Selbstvertrauen zum Ausklang einer Serie, wo man ja schon eigentlich physisch teilweise auf der letzten Rille ist, dass man solche Gegner wie Bayern und Real Madrid, dass man so dermaßen überlegen gewinnt vor so einem Spiel. Wie gut ist das fürs Selbstbewusstsein? Ja, gut. Aber also haushoch überlegen, das habe ich jetzt nicht so richtig so gesehen, sondern dermaßen überlegen, okay, Entschuldigung, ich korrigiere, so dermaßen überlegen habe ich uns jetzt nicht gesehen, sondern ich habe einfach gesehen, dass wir ziemlich viele richtige Maßnahmen ergriffen haben, um im Fußball dann einfach auch die Qualität des Gegners nicht zum Tragen kommen zu lassen. Das galt ja für beide Spiele. Und körperlich haben wir kein Problem. Also das, wir haben uns schon seit langer Zeit daran gewöhnt, dass es intensiv und hart ist, aber wir konnten vor München 5 Spieler wechseln. Zwischen Real und München konnten wir, glaube ich, 5 Spieler wechseln. Ich weiß nicht, wann das schon mal möglich war. Wir haben zwar nur genau, wenn man unsere Buben dazu nimmt, die jetzt gerade in der dritten Liga hauptsächlich zum Einsatz kommen, dann haben wir ein paar mehr, aber die Jungs, die nicht Amateure spielen, das sind genau 16 Feldspieler. Das ist ein Kader. Und daraus versuchen wir Woche für Woche irgendwas zu stricken. Und das gelingt mal besser, mal schlechter. Zuletzt hat es relativ gut geklappt und die Mannschaft hat Spaß dran gefunden, unterschiedliche Systeme zu spielen. Und die Form passt bis hierhin, allerdings nur bis zum letzten Spiel, weil das nächste müssen wir erst beweisen. Also Selbstvertrauen war das sicher gut, aber Selbstvertrauen allein wird gegen Wolfsburg nicht reichen. Und deswegen bin ich froh über die Art und Weise und die Art der Bereitschaft meiner Mannschaft in diesen Spielen wirklich, wirklich viel zu tun. Und das wird die wichtigere Voraussetzung sein. Bereit sein zur Arbeit gegen Wolfsburg, weil das ist auf einem guten Weg. Aber Wolfsburg wird mit allem, weiß nicht, wann hat Wolfsburg den letzten Titel gewonnen, was war es, 2009 oder so? Also die brennen, lechzen auch danach die Möglichkeit, auf den Titel zu haben. Ich spiele eine tolle Saison. Und dementsprechend treffen zwei selbstbewusste Mannschaften aufeinander, also wird das nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Harald Grundmann. Jürgen, es gab ja in der Vergangenheit, wenn ich richtig informiert bin, auch schon mal eine visuelle Einstimmung auf ein besonderes Spiel. Ich glaube, mal vor irgendeinem Derby habt ihr mal ein paar Bilder gezeigt. Würde sich das jetzt auch anbieten, da nochmal 2012er Jubelszenen oder Tore, weiß der Henker, was zu zeigen, weil das bietet ja genug schöne Motive, glaube ich, dieses Spiel. Ja, bin ja immer gerne bereit, sowas zu machen, aber ich war zu unruhig dieses Jahr. Ich habe das vor Saarbrücken schon verballert. Und ich kann nicht jedes Mal die gleichen Filme zeigen. Und nicht mal 2012 bietet so viel. Also, und die Jungs sind leider nicht doof genug, dass ich ihnen als zeige, das habt ihr noch nie gesehen. So, also
das Ziel ist so groß für uns und so schön das ist und ich mag Geschichte und vor allem eigene Geschichte, wenn man sie denn hat, aber also die Bilder zu diesem Pokalwettbewerb, die sollen erst noch kommen. Und deswegen kann ich das diesmal leider nicht machen. Aber wir haben es schon viel öfter gemacht als vor einem Derby oder so, aber da jetzt ist es leider, das können wir auch in den Arsch speisen, aber es ist schon erledigt. Jens Tampier. Eine Frage zu Henrik Mkhitaryan. Der stand ja bei beiden Spielen sehr im Fokus, auch in der Nachbetrachtung. Inwiefern wird diese Woche seine Karriere beeinflussen? Das hängt jetzt auch ein bisschen von dem Spiel morgen ab. Weil dann im Finale hat er jetzt wahrscheinlich, in Donetsk hat er, glaube ich, so ziemlich alles gewonnen, wenn mich alles täuscht. Aber in Deutschland wäre es dann sein erstes Finale, also im Ausland und all solche Sachen. Das würde schon beeinflussen. Aber ansonsten sind das normale Entwicklungsschritte. Das ist auch normal, wenn du auf dem Niveau vor, keine Ahnung, wie viel 100 Ländern eine Torchance vergibst, dann ist es nicht einfach nur eine Torchance vergeben, sondern ist es halt irgendwie, habe eine Ahnung, es wäre viel mehr. Im Endeffekt bleibt es aber dabei, man hat eine Torchance vergeben. Und das zu verarbeiten gehört zum Entwicklungsprozess dazu. Und das ist der Bereich, in dem Miki, also wenn er genauso stark wäre in diesem Bereich wie in allen anderen Bereichen, dann hätte er das Problem nicht. Aber das ist natürlich so, er nimmt sich ein paar Dinge zu sehr zu Herzen. Aber das würden wir alle tun. Ich habe in meinem Leben leider auch immer noch mehr Chancen vergeben als reingemacht. Und es fühlt sich scheiße an. Und bei mir haben nur 2000 zugeguckt und es hat sich trotzdem scheiße angefühlt. Und Roy Mackay hat gesagt mal, ich bin an dem Tag ein guter Torjäger geworden, an dem ich mir vergebene Chancen nicht mehr vorgeworfen habe. Ich weiß nicht genau, wie alt er da war, aber es wird nicht direkt am Anfang seiner Karriere gewesen sein. Und da müssen wir alle hinkommen. Das Spiel ist fehlerbehaftet. Und du musst Fehler machen wollen, sonst machst du zu wenig. Und wenn du Fehler machst, musst du richtig mit umgehen. Das kann er. Kein Problem. Aber die Dinger waren natürlich so, für ihn auch gefühlt so wichtig, dass er danach das Gefühl hatte, er müsste die Schuld auf sich nehmen. Das ist aber natürlich völliger Quatsch und haben wir ihm, glaube ich, auch glaubhaft machen können, dass es nicht so war. Und die Reaktion darauf in München war natürlich ganz, ganz großartig. Für mich ist ja die Leistung tatsächlich wichtiger, als ob jetzt mal ein Ball reingeht oder nicht, weil vergebene Chancen habe ich auch schon viele gesehen. Und die Leistung war in beiden Spielen richtig gut. Nur beim Spiel gegen Real wurde halt nachher nur über die Chancen gesprochen und das liegt halt an der Wichtigkeit des Spiels, also auch nachvollziehbar, aber alles gut. Tolle Reaktion gewesen in München, super Spiel gemacht erneut, gute Verfassung. Jetzt müssen wir daran arbeiten, dass es so bleibt. Bijan, bitte. Ja, hallo Jürgen. Ich habe mal eine Frage zu Wolfsburg und zwar geht es um Ivica Olic und Kevin De Bruyne. Was zeichnet die beiden Spieler insbesondere aus? Wie kann man die am besten in den Griff bekommen? Und dann würde ich nochmal auf das Bundesligaspiel kurz zurückblicken. Die erste Halbzeit laut Netradio, ich habe es im Netradio verfolgt, war nicht ganz so erfolgreich. Die zweite umso besser dafür. Wollte ich fragen, woran liegt das? Hat das vielleicht mit der Systemumstellung zu tun auf 4-1-4-1 mit den Auswechslungen oder wie erklärt man sich das? Erstmal schön, dass du das Netradio verfolgst. Nee, erstmal noch viel mehr. Wie, du bist nicht im Stadion? Ich habe es nicht immer die Möglichkeit, ins Stadion zu gehen. Also was ich nicht schaffe, höre ich mir in eurem Netradio an. Das ist immer sehr interessant. Doch. Du stehst da oben mit 3 Kameras und hast keine Pressekarte oder was? Ich muss auch noch arbeiten. Also. Ich dachte, das wäre deine Arbeit. Ja, Straßenbahnfahren. Schön, dass wir... Cool. Gut, dann was war die Frage? Also, Ivica Olic. Ja. Also bei Wolfsburg, ich finde es jetzt ein bisschen auch nicht wahnsinnig notwendig, über irgendwie 2 Spieler zu sprechen. Ivica Olic weiß auch jeder alles. Kevin De Bruyne, haben wir durchaus auch mal drüber nachgedacht, damals war er nicht zu haben, weil er einfach ein außergewöhnlicher Spieler ist. Dazu gehört zu dieser Offensive Ivan Perisic und der kleine Arnold. Das ist brutalste Qualität. Dann können Sie Caligiuri nachwechseln und seit Wochenende auch Villarinha wieder. Diese Mannschaft muss also in der Bundesliga-Spitzengruppe dabei sein. Das weiß da auch jeder. Ja? Dann hast du Bastos, der zwar im Moment nicht dabei ist, aber auch ein richtig guter Stürmer. So, und John ist das einfach maximale Qualität. Und gegen in der ersten Halbzeit gegen Wolfsburg da war so viel dazwischen, aber also wir waren schlecht, hast nichts verpasst, sagen wir es mal so. Da kann ich mal Boris und Nobby im Netradio irgendwas draus machen aus der ersten Halbzeit. Die beste Nachricht war, dass wir nur 1-0 hinten lagen.
Und dann, es war so schlecht, dass wir was umstellen mussten. Und haben wir getan. Und dann haben wir die zweite Halbzeit eine ganz, ganz große Willensleistung gezeigt. Dabei hat weniger das System geholfen, als mehr, dass wir das alles System in dem Moment nicht mehr gespielt haben, weil man da manchmal einfach so an schlechten Tagen zu sehr an Positionen klebt. So ein bisschen glaubt, man wäre noch im richtigen Raum, weil man da normalerweise im richtigen Raum ist. Aber Wolfsburg fordert andere Dinge ein als andere Mannschaften. Wolfsburg hat eine spezielle Art zu spielen, spielt vielen Diagonalverlagerungen, dann ratzfatz versuchen sie hinter der Linie zu kommen, Ivica Olic läuft da gerne ein in den Halbräumen, in den Strafraum, müssen wir mal genau nachgucken, aber ich würde sagen, mindestens 70% der aus dem Feld erzielten Tore von Wolfsburg sind wahrscheinlich Tore, Querpass, Steilpass, Querpass, Tor, weil dann gehen sie Vollgas in den Strafraum rein, haben dann eine gute Besetzung und das ist ihre spezielle Art, Offensivfußball zu spielen, aber ist natürlich zu verteidigen, nur so wie wir es erste Halbzeit gemacht haben, halt nicht. So dementsprechend wissen wir natürlich, was wir besser machen müssen, aber so überraschend, dass es für euch klingen mag, wir wussten meistens, wie es geht. Gemacht haben wir es trotzdem nicht immer. Also deswegen ist nicht so sehr wichtig, was ich jetzt alles erzählen könnte darüber, sondern tatsächlich, was von dem setzen wir dann um. Und da waren die letzten drei Spiele, 2,5 Spiele brutal wichtig. Wir haben uns 1-1 an das gehalten haben, was wir wirklich wollten. Und die Jungs haben selber ganz überzeugt, waren selber ganz überzeugt davon, dass es richtig ist. So, alle Maßnahmen gegen Madrid haben gezogen, alle Maßnahmen gegen Bayern haben gezogen und alle Maßnahmen aus der Halbzeit gegen Wolfsburg haben gezogen. Und so, das ist das Selbstvertrauen, was uns jetzt in diesem Halbfinale helfen soll. Wir legen uns was zurecht, wir machen eine Mannschaft und dann legen wir los. Und dann sind wir den normalen Gesetzmäßigkeiten des Fußballs ausgesetzt, aber erhöhen dadurch eben die Wahrscheinlichkeit, dass es für uns positiv ausgehen kann. Zeit für eine Frage haben wir noch und die kommt von Boris Rupert. Das ist fast eine Ergänzung, weil du es gerade schon teilweise angesprochen hast. Du hast nicht nur mit neuen Leuten überraschen können, teilweise auch, wer gespielt hat, sondern eben auch mit der Formation, dass du auch in München dann nochmal modifiziert hast. Das sah ja phasenweise dann auch aus wie ein 4-4-2. Macht das die Situation für das Spiel am Dienstag etwas leichter, weil man den Gegner eben auch eben nicht nur in den Personen überraschen kann, sondern auch in der Art und Weise, wie man auftritt? Oder für den Gegner schwieriger. Mal so rum. Ja, kann sein. Aber also ganz so ist der Ansatz nicht. Außerdem war es nicht geplant, zumindest in keiner Situation war 4-4-2 geplant. Würde ich nur sagen. Aber so ist Fußball. Man kann oft auch sehen, was man sehen will, aber das ist nicht schlimm, weil das hängt einfach von der Situation ab. So, und jetzt. Ja, nee, für uns ist einfach nur wichtig, dass wir Frische bringen können. Also das ist ja, es gibt ja Positionen, die sind laufintensiver als andere. Mats hat ja selber schon mal gesagt, also wenn man die 12, irgendwas Kilometer im defensiven Mittelfeld könnte nach der langen Verletzungspause jetzt nicht im Dreitagesrhythmus stemmen. Aber seine 9,6, davon noch irgendwie gefühlt 8 mit Ball am Fuß, und die holt er sich ja selber durch irgendwelche Dribblings, ist das natürlich was anderes. Dementsprechend ist es wichtig, dass du auf diesen Positionen, die wirklich für den Rhythmus bestimmend sind und die für die Arbeit gegen den Ball unendlich wichtig sind, dass du da mal wechseln kannst. Das konnten wir eher selten, jetzt konnten wir es und das hat uns echt gut getan. Dankeschön, danke euch fürs Interesse und auf ein Wiedersehen morgen Abend. Tschüss.